Okay, guten Abend. Sind Kleinstaaten wirklich besser? Darum geht es heute. Nicolas Gomez Davila hat einen Aphorismus geprägt. Er sagt, ich misstraue jeder Idee, die meinen Zeitgenossen nicht veraltet oder grotesk erscheint. Da würde ich ja einreihen, mit den kleinen Staaten könnte man die auch sagen, das sei grotesk. Ich habe noch ein anderes Zitat für Sie. Da sage ich noch nicht, von wem das ist. Da können Sie sich überlegen, von wem das sein könnte. Das ist das Folgende. Mir ist nicht bange, dass Deutschland nicht eins werde. Unsere guten Chausseen und künftigen Eisenbahnen werden schon das Ihrige tun. Vor allem aber sei es eins in Liebe untereinander. Und immer sei es eins gegen den auswärtigen Feind. Es sei eins, dass der deutsche Taler und Groschen im ganzen Reich gleichen Wert habe. Eins, dass mein Reisekoffer durch alle 36 Staaten ungeöffnet passieren könne. Deutschland sei ferner eins in Maß und Gewicht, in Handel und Wandel und 100 ähnlichen Dingen, die ich nicht alle nennen kann und mag. Wenn man aber denkt, die Einheit Deutschlands bestehe darin, dass das sehr große Reich eine einzige große Residenz habe und dass diese eine große Residenz wie zum Wohl der Entwicklung einzelner großer Talente so auch zum Wohl der großen Masse des Volkes gereiche, so ist man im Irrtum. Gesetzt, wir hätten in Deutschland seit Jahrhunderten nur die beiden Residenzstädte Wien und Berlin oder gar nur eine, da möchte ich doch sehen, wie es um die deutsche Kultur stände. Ja, auch um einen überall verbreiteten Wohlstand, der mit der Kultur Hand in Hand geht. Geht weiter. Frankfurt, Bremen, Hamburg, Lübeck sind groß und glänzend, ihre Wirkungen auf den Wohlstand von Deutschland gar nicht zu berechnen. Würden sie aber bleiben, was sie sind, wenn sie ihre eigene Souveränität verlieren und irgendeinem großen deutschen Reich als Provinzialstädte einverleibt werden sollten? Ich habe Ursache, daran zu zweifeln. Wer hat das gesagt? Richtig. Johann Wolfgang von Goethe hat das gesagt. Ja. Goethe hätte unser Buch wahrscheinlich dann auch geliebt. Er hätte wahrscheinlich uns auch gerne ein Vorwort geschrieben. Wir haben jetzt Roland Tichy gewonnen, das ist auch nicht schlecht. Der wusste schon damals, worum es ging. Er erkannte, dass die deutsche Kultur durch den Wettbewerb erblühte. Die verschiedenen Fürstentürme und Städte versuchten, die besten Köpfe anzuziehen und mussten sich attraktiv machen, damit das gelingen konnte. Es gab viele verschiedene Zentren, die miteinander im Wettbewerb standen. Da wurden auch Experimente gemacht. Nicht nur ein Zentrum wie in Frankreich mit Paris, sondern viele. Wurden Dinge ausprobiert, die klappten, wurden von anderen übernommen. Die nicht klappten, wurden verworfen. Neue Sachen. Beethoven bringt Gesang auf einmal in eine Symphonie. Innovation. Dichter heben die Einheit von Ort, Zeit und Handlung im Drama auf. Das Universitätsseminar, das wissenschaftliche Seminar, wie wir es heute kennen, entsteht auch in dieser Zeit. Ja. Also Deutschland florierte zur Zeit der Kleinstaaten, wirtschaftlich, aber auch kulturell. Schauen wir die Musik. Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Schubert, die Schumanns, Brahms, Wagner. Die Musik ist deutsch zu der Zeit. Philosophie sieht auch nicht viel anders aus. Kant, Leibniz, Fichte, Schelling, Hegel, Marx, Feuerbach, Nietzsche. Auch da ist man führend zur Zeit der Kleinstaaten. Literatur, ja, Lessing, Herder, Wieland, Goethe, Schiller, von Kleist, die Gebrüder Grimm. Das sind natürlich Namen, die man überall auf der Welt kennt. Also zur Zeit der Kleinstaaten ist man führend kulturell in Musik, Literatur,
Philosophie. Und wie sieht es mit der Wissenschaft aus? Ja, da braucht man sich auch nicht zu verstecken. Ohm, Gauss, Alexander von Humboldt, Bruder hatte auch noch, Wilhelm von Humboldt, Hertz, Mach, Robert Koch, Konrad Röntgen, von Liebig, Mendel, Lilienthal. Das sind auch alles Leute, die die Wissenschaft geprägt haben. Das muss man sich auf der Zunge vergehen lassen. Das nenne ich großgeistige Kleinstaaterei. Und eigentlich, da hört es ja noch nicht auf, eigentlich muss man ja noch weiter erzählen. In der Wissenschaft kämen dann zum Beispiel Karl Benz und Rudolf Diesel. Die machen ihre Erfindung zwar zur Zeit des Kaisertums, aber in welchem sozialen Umfeld sind die denn groß geworden? Mit welchen Institutionen? In welcher Kultur? Und da muss man ja sagen, die sind mit Institutionen aufgewachsen, die sich über Jahrzehnte, Jahrhunderte im Wettbewerb der Kleinstaaten herausgebildet hatten. Das heißt, mit der Reichsgründung 1871 geht ja nicht alles sofort den Bach runter. Das Wirtschaftswachstum, was schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts eingesetzt hatte, die Industrialisierung, das geht noch weiter mit Innovation. Erst 1914 wird es dann schlecht. Und die Kultur natürlich auch. Es ist ja nicht so, dass 1871 dann auf einmal die Leute aufhören, Klavier zu spielen oder die Komponisten aufhören zu komponieren oder die Universitätsprofessoren sagen, okay, jetzt setzen wir uns zur Ruhe oder das Universitätsseminar, dass das dann geschlossen wird. Nein. Das geht ja noch weiter, das hält ja noch lange nach. Bis heute hält das noch nach, immer weniger, aber es hält noch nach. Noch 1933 gab es, noch bis 1933 gab es mehr deutsche Nobelpreisträger als Amerikaner und Briten zusammen. Das 20. Jahrhundert hätte das deutsche Jahrhundert werden können, werden sollen, werden müssen. Aber da kam diese Zentralisierung dazwischen, 1871. Und dann bekamen wir Jahre wie 1914, 1918, 1923, 1931, 1939, 1945. Jetzt zum Argument des Friedens. Es wird oft gesagt, ja, wir brauchen Großstaaten, um den Frieden zu sichern. Kleinstaaten können nicht den Frieden sichern. Das hört man auch. Sind die Bürger wirklich besser geschützt durch Kleinstaaten? Ich schaue jetzt erst auf die Theorie und dann auf die Geschichte. In der Theorie kann man sagen, dass Großstaaten natürlich auch die Ressourcen haben, um aggressiv zu sein. Ein Angriff, es kostet immer mehr, als wenn ich jetzt nur mich auf Verteidigung konzentriere. Und die Großstaaten haben auch noch Ambitionen. Sie wollen in der großen Weltpolitik mitmischen, typischerweise. Und bei diesem Mitmischen geht halt eben viel zu Bruch. Da sind die Großstaaten wie der Elefant im Porzellanladen. Die Kleinstaaten sind wie die Maus. Die Kleinstaaten sind typischerweise zurückhaltend in der Außenpolitik, neutral und versuchen zu vermitteln. Sie wollen keinen Krieg. Warum? Ja, weil das den Handel behindert und im schlimmsten Fall zum Erliegen bringt. Und für Kleinstaaten ist der Handel viel wichtiger als für Großstaaten. Das ist auch ein Argument, was ich manchmal zu hören kriege, dass ja, mit Kleinstaaten, dann würden hier wieder die Zollschranken hochgehen und so weiter. Ja, Moment. Kleinstaaten, vor allen Dingen in einer globalisierten Welt wie heute, können sich protektionistische Maßnahmen gar nicht erlauben. Die sind viel mehr an einem Freihandel interessiert und davon abhängig, ist überlebenswichtig für sie, als Großstaaten. Nehmen Sie Liechtenstein. Wenn Liechtenstein sich abschottet, eine Mauer zu der Schweiz hochzieht, dann hat Liechtenstein große Probleme. Die importieren ja alles. Die importieren Autos, Erdöl, Computer, Lebensmittel. Da geht der Lebensstandard aber sehr schnell hinunter. Bei einem Großstaat wie den USA, da ist das natürlich was anderes. Die können eher autark sein. Die können zur Not auch Computer, Erdöl, Lebensmittel
und Autos im eigenen Land produzieren. Das heißt, ein Krieg, der ausbricht und den Handel behindert, ist für Liechtenstein fatal. Für die USA ist es auch schlecht, weil der Handel behindert wird, aber sie sind autarker, können eher damit leben. Und das erklärt, warum aus theoretischer Sicht Großstaaten aggressiver sind und eher Kriege führen als Kleinstaaten, die den freien Handel benötigen und wollen. Das zur Theorie. Jetzt die Geschichte. Im 20. Jahrhundert, wie viele Kriegstote hatten die Vereinigten Staaten von Amerika? Mehrere hunderttausend. Wie viele Kriegstoten hatte Liechtenstein? Keinen einzigen. Wer hat seine Bürger besser geschützt, das Leben seiner Bürger? Die USA oder Liechtenstein? Ja. Eindeutig Liechtenstein. Historisch sind Kriege immer Konflikte, die großen Kriege sind Konflikte zwischen Großstaaten. Das heißt, der 100-jährige Krieg, der 30-jährige Krieg, der Konflikt um die Vorherrschaft in Europa war, ne, zwischen Habsburg und Frankreich, der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg. Und daher war eben das Jahr 1871 so fatal für das Wohl Deutschlands, weil es einen Großstaat entstehen ließ. Im Übrigen waren die Argumente damals ganz ähnlich denen, die wir heute hören, für einen EU-Staat. Die Argumente waren, ja, wir können die deutschen Interessen der Welt nur durchsetzen mit einem Nationalstaat. Ja? Wir gehen unter, wenn wir keinen Nationalstaat haben, keinen großen Staat. Es gibt Probleme, die wir auf Ebene der Kleinstaaten nicht lösen können. Dafür brauchen wir den Nationalstaat. Ersetzen Sie jetzt Deutsch durch Europäisch. Und dann haben Sie die Argumente für den EU-Staat. Es gibt Probleme, die man auf Ebene der Nationalstaaten nicht lösen könne, sei es Umwelt, Migration, Sozialstaatsprobleme. Das könne man nur auf EU-Level machen. Man bräuchte einen EU-Staat. Um die europäischen Interessen auf der Welt durchzusetzen, gegen China oder um Gewicht auf die Waage zu bringen, wenn man mit Trump spricht, ja, da brauchen wir einen EU-Staat. Ist ja klar. Die gleichen Argumente. Die Nationalisten von damals sind die Europäisten von heute. Das kann uns, ja, das kann man jetzt negativ und positiv interpretieren. Man kann sagen, die Leute begehen immer den gleichen Fehler wieder. Wir lernen nicht aus Fehlern. Wir sind dabei, den gleichen Fehler wieder zu begehen, zu glauben, dass groß besser ist. Man kann es aber auch positiv interpretieren. Dass es damals zu der Zentralisierung 1871 gekommen wurde, hing davon ab, dass die Menschen wirklich glaubten, die glaubten, dass der Nationalstaat notwendig sei, die Zentralisierung. Sie glaubten das, waren überzeugt davon. Das heißt, wenn man heute die Menschen davon überzeugen kann, dass es nicht so ist, dass Europa besser dran ist, wenn es nicht zu einem EU-Staat kommt, dann wird es auch nicht dazu kommen. Der Kampf der Ideen ist noch nicht beendet. Die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Wir schlagen sie gerade, in diesem Augenblick. Deswegen haben wir auch das Buch geschrieben, damit die guten Ideen diesmal obsiegen. Also, 1871 mischte dann das Deutsche Reich in der Weltpolitik mit. Wollte natürlich da die Ambitionen der neuen, der Vereinten Nationen dann auch zur Geltung bringen. Kolonien standen da auch ganz gut zu Gesicht. Die Kleinstaaten hatten natürlich vorher keine Kolonien. Zum Schutz der Kolonien brauchte man eine Flotte. Großbritannien wollte immer eine doppelt so große Flotte haben wie die nächste große. Es kam ein Wettrüsten. Und man schlitterte, ohne auf die genauen Gründe jetzt hier eingehen zu wollen, in den Ersten Weltkrieg mit Millionen toten Deutschen. Und dann kam Versailles, kam die Hyperinflation, dann kam Hitler und dann schloss sich sozusagen an der Zweite Weltkrieg, der sich daraus ergab, nochmal mit Millionen Deutschen Toten. Wer schützte dann das Leben seiner Bürger besser? Die Kleinstaaten im 19. Jahrhundert, die deutschen Kleinstaaten oder das Deutsche Reich mit den Millionen Toten? Die Reichsgründung war in dieser Hinsicht fatal, die Zentralisierung. Was hat die Reichsgründung aus Deutschland gemacht? Das kulturell erblühende und wirtschaftlich vor Kraft strotzende Deutschland der Kleinstaaten
Ja, wurde unter einem Motto berühmt, Sie kennen es alle, Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Dann Großdeutschland nach dem Anschluss Österreichs wurde dann bekannt als das Land der Richter und Henker. Wenn Sie nur eine Sache von meinem Vortrag heute mitnehmen wollen, dann ist es die, weil die konzentriert die ganze Aussage. Deutschland der Kleinstaaten, das Land der Dichter und Denker, Großdeutschland, das Land der Richter und Henker. Bei der Frage Krieg und Frieden geht es aber nicht nur um Krieg zwischen Staaten, sondern auch um den Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Und da hat Rudolf Rummels ein bahnbrechendes, monumentales Werk geschrieben, das heißt Death by Government. Und er schätzt oder sammelt Schätzungen von Toten, die auf die eigene Regierung zurückgehen. Eigene in Anführungsstrichen. Es ist die Regierung, die gerade über das Gebiet herrscht, in dem ich lebe. Das sind also Leute, die erschossen werden von der eigenen Regierung, erstochen, erdrosselt, gehängt, zu Tode geprügelt, zu Tode gearbeitet, zu Tode gehungert, zu Tode gefoltert. Und er nimmt dann immer die höchsten und niedrigsten Schätzungen, macht dann einen Mittelwert und er kommt dann, er stellt das auch gegenüber gegen die Toten, die nur auf den Schlachtfeldern im 20. Jahrhundert bis 1987, da hört seine Rechnung auf, zu Tode kamen. Auf den Schlachtfeldern kamen 34, also Schätzung, Mittelwert, 34 Millionen Tote auf den Schlachtfeldern. Wie viele meinen Sie, wurden von der eigenen Regierung ermordet auf diese Weise? 170 Millionen. Alles hilflose Menschen. Wenn man, er macht dann auch die Rangliste. Kann man sich ja fragen, stehen da jetzt Großstaaten oder Kleinstaaten? An der ersten Stelle steht die Sowjetunion mit dem Mittelwert, den er da hat, ist 62 Millionen Tote. Dann das kommunistische China, also von 1949 bis 1987 mit 35 Millionen. Dann die Nationalsozialisten mit 21 Millionen. Auf Platz 4 nochmal China, aber das nationalistische China unter Chiang Kai-shek, 10 Millionen Tote. Dann Japan von 1936 bis 1945. Platz 6 nochmal China. Diesmal die Opfer der Maoisten im Bürgerkrieg, ja, von 1923 bis 1949. Dann Kambodscha, das Osmanische Reich, Vietnam, Pakistan und Jugoslawien. Von Kleinstaaten keine Spur auf dieser Liste. Und dann könnten Sie natürlich sagen, ja, aber was ist denn, ja, die Großstaaten sind ja größer, dann sind die absoluten Zahlen der Toten natürlich auch viel größer. Man muss das prozentual berechnen. Ja? Und das hat Rummels auch gemacht. Also der prozentuale Anteil der Bevölkerung, der pro Jahr von der eigenen Regierung gemordet wird. Da sind an erster Stelle, Sie können sich denken, die Roten Khmer in Kambodscha, dann die Türkei Atatürks, ja, mit den Armeniern und dann etwas, was uns dann etwas näher betrifft, Nachkriegspolen. Ja, das zählt dann also auch, die Vertriebenen, die da zu Tode gekommen sind, kommen dann auch dahin. Das ist prozentual sehr viel. Okay, aber auch auf dieser Liste gibt es kein Island, keine Schweiz, kein Liechtenstein, kein Monaco, kein Singapur. Ist das ein Zufall? Wenn in solch kleinen Staaten sich so ein gewalttätiges Regime an die Macht sich durchsetzt, dann würden sich diese kleinen Staaten sofort entleeren. Also die größte Gefahr, sagt die Geschichte, die größte Gefahr für Leib und Leben der Bürger im 20. Jahrhundert waren Großstaaten. Großstaaten sind eben eine große Gefahr für ihre Bürger, Kleinstaaten sind eine kleine Gefahr für ihre Bürger. Großstaaten sind wie wilde Tiger, Kleinstaaten sind wie zahme Kaninchen. Großstaaterei ist im Übrigen auch uneuropäisch.
weder Karl dem Großen, noch Karl dem Fünften, noch Hitler, noch Stalin oder Napoleon gelang es, ein riesiges europäisches Reich zu errichten, ein Riesenstaat, ein Empire. Geschichtlich hat Europa gerade seine Fragmentierung ausgemacht und auch groß gemacht. Und das war einzigartig, denn kulturell war man eine Einheit mit Christentum, der Erbe der Antike und Latein als Lingua Franca. Aber politisch gab es diese Fragmentierung mit Hunderten oder Tausenden von unabhängigen politischen Einheiten, die miteinander konkurrierten. Es gab dann ganz viele kleine Staaten und dann einen Wettbewerb zwischen denen. Und das ist klar, je kleiner der Staat ist, je kleiner die Staaten sind, desto mehr andere Staaten muss es auch geben, desto mehr Ausweichmöglichkeiten gibt es. Je kleiner die Staaten sind, desto näher liegt die nächste Grenze. Und je kleiner die Staaten sind, desto kulturell ähnlicher ist tendenziell auch der Nachbarstaat. Und das senkt natürlich die Kosten des Abwanderns, des Abstimmens mit den Füßen. Und das diszipliniert. Der Kleinstaat, der Steuern erhöht, verliert Bürger und Unternehmen, die man dann ab. Der Kleinstaat, der Steuern senkt, gewinnt Bürger und Unternehmen. Der Kleinstaat, der die Freiheit der Menschen einschränkt, verliert Bürger und Unternehmen. Der Kleinstaat, der Regulierung abbaut, gewinnt Bürger und Unternehmen. Das heißt, dieser Wettbewerb führt zu einer Tendenz, dass die Freiheitsbeschränkungen abgebaut werden und die Steuern sinken. Ein historisches Beispiel, wo man das sehr schön sehen kann, aus der unserer jüngeren Vergangenheit, ist die DDR. Ein recht kleiner Staat, die Grenze zur Bundesrepublik recht nah, kulturell sehr ähnlich, gleiche Sprache, oftmals noch Familie da in Westdeutschland vorhanden. Das heißt, die Kosten des Abwanderns relativ gering. Was geschah? Die Ostdeutschen wanderten, stimmten massiv mit den Füßen ab. In diesem Augenblick hatte die DDR zwei Möglichkeiten. Entweder steigt sie in den Wettbewerb ein, wird zur Marktwirtschaft, senkt Steuern, liberalisiert. Das hat sie nicht gesagt. Die zweite war, eine Mauer bauen, ne, damit sie nicht mehr abwandern konnten. Ja. Wenn sie das nicht gemacht hätten, hätte sich die DDR entleert. Nur ein paar Ewiggestrige wären zurückgeblieben. Gut, und dann gibt es noch solche Spezialfälle, von Leuten, die freiwillig von Westdeutschland nach Ostdeutschland gewandert sind, wie die Familie von unserer Bundeskanzlerin. Ne? Aber von diesen Abartigkeiten abgesehen, hätte sich das Land entleert. Ein anderes Beispiel für den Steuerwettbewerb, und da höre ich oft, ja, das geht ja gar nicht, ist Irland. Ja? Irland wird gesagt, die Iren, die nehmen uns irgendwie die Steuern weg oder die nehmen uns irgendwelche Sachen weg. Auf unseren Kosten senken die Steuern und das ist überhaupt nicht gut. Deswegen brauchen wir ein Steuerkartell. Die EU soll das denen verbieten. Ja, wer das sagt, hat nicht geschnallt, was der Wettbewerb eigentlich bedeutet und was die Funktion dessen ist. Es ist gerade wegen Irland, weil Irland so niedrige Unternehmenssteuern hat, dass unsere Unternehmenssteuern nicht höher sind. Gott sei Dank sind die so niedrig. Wären Irland Steuern höher, dann wären unsere Steuern wahrscheinlich noch höher. Dann wäre unsere Steuerhölle noch heißer, als sie schon ist. In der Ökonomie nennen wir das positive externe Effekte. Wenn einer etwas macht und gar nicht an dich denkt, aber dank seiner Handlung hast du Vorteile. Dank Irland sind unsere Steuern niedriger. Oder wenn jetzt Trump irgendwie die Steuern massiv senkt, dann hat das auch Auswirkungen auf uns. Dann wird der Druck, hier die Steuern zu senken, auch größer. Dank Irland sind unsere Steuern niedriger, als sie sonst wären. Das heißt, wir sind freier, als wir sonst wären. Danke Irland für diese Freiheit. Die geben das uns ja gratis. Wir bezahlen dafür ja gar nicht. Also, dieser Wettbewerb, das ist Europa. Diese einzigartige Konstellation zwischen kultureller Einheit und politischer Fragmentierung.
Nur, und so konnte sich die Idee der Freiheit in Europa entwickeln. Und Europa als erster Kontinent die Massenarmut überwinden und sich kulturell und wirtschaftlich und technologisch an die Weltspitze setzen. Im Gegensatz zu Europa entstanden in Asien eben die Riesenreiche, die Empires. Da gab es die, in Persien, Indien, China. Das Reich eines Genghis Khan, Timurs, das Mogulreich in Indien, die Ming-Dynastie in China, das Ottomanische Reich. Das waren Riesenreiche, Riesenstaaten, Großstaaten. Die politischen Führer waren oft auch die religiösen Oberhäupter. Und die konnten eine ungeheure Macht auf sich konzentrieren. Diese Herrscher mit einer kleinen Herrscherkaste beutete die Mehrheit der Bevölkerungsmasse aus. Und die war nicht sicher. Da war immer Angst, dass eine willkürliche Enteignung kommen würde. Und da konnte sich natürlich nichts entwickeln. Nicht die Institution, die sich hier entwickelt hat, von einer Mittelschicht oder einer Händlerschicht, einer Unternehmerschicht. Die Institutionen konnten sich nicht entwickeln. Es gab keinen Anreiz zu sparen und Kapitalakkumulation. Also Asien genau das Gegenteil von Europa. Umso erstaunlicher ist es dann natürlich, dass die europäische Politelite auf einen EU-Staat, ein EU-Reich, ein EU-Empire hindrängt. Da sprechen die natürlich nicht offen drüber. Sie sagen nicht, wir brauchen mehr Asien. Nein, das wäre ja noch wenigstens ehrlich. Sie sind so verlogen, und ich kann es auch gar nicht mehr hören, Sie sagen, wir brauchen mehr Europa. Dabei ist das aus historischer Sicht falsch. Denn Sie wollen nicht mehr Europa, Sie wollen nicht mehr Wettbewerb, Sie wollen mehr Gleichschaltung. Sie wollen nicht mehr politische Fragmentierung, Sie wollen mehr Zentralisierung. Sie wollen nicht mehr Europa, Sie wollen mehr Asien. Dreist wird es dann, wenn diese EU-Eliten diejenigen als Europa-Skeptiker bezeichnen, die sich gegen diese asiatischen Verhältnisse stemmen. Die wahren Europa-Skeptiker sitzen in Brüssel. Denn die wollen keinen Wettbewerb, die wollen keine Vielfalt, die wollen keine Freiheit. Mehr Europa bedeutet weniger EU. Mehr EU bedeutet weniger Europa. Noch ein Argument aus dem Buch. Und zwar geht es da jetzt um die Korruption. Die Korruption ist tendenziell in Großstaaten, tendenziell viel größer als in kleinen Staaten. Warum? Was ist der theoretische Grund dafür? Da gibt es ein schönes Lied, das sehr schön erklärt. Es ist nicht musikalisch auf einem Niveau von Mozart, Haydn, Beethoven. Aber das geht so. Der Inhalt passt genau, wie die Faust aufs Auge. Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Schiri, wir wissen, wo du wetten gehst. Schiri, Mensch, mach doch mal die Augen auf. Oder bist du etwa gekauft? Die Zuschauer sagen das zum Schiri. Warum sagen die Zuschauer, ey Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht? Warum sagen die das dem? Ja, die wollen ja nicht, dass der das Spiel verpfeift. Die wollen ja nicht, dass der korrupt ist. Dass sie sagen, hey, wir gucken genau, was du machst. Die Kontrolle ist da. Und das schränkt natürlich die Bestechlichkeit, die Korruption und das Verpfeifen des Spiels ein. Vergleichen wir jetzt kleine politische Einheiten mit großen politischen Einheiten. Nehmen wir ein Dorf. Wenn da der Bürgermeister korrupt ist und es kommt raus, dann wissen die Bürger, wo das Auto steht. Die wissen, wo der wohnt. Die können da hingehen und klingeln und den zur Rede stellen. Die können aufhören, den zu grüßen, mit dem Bier zu trinken. Der wird zum Sozialaussätzigen. Die Kinder von ihm können in der Schule gehänselt werden. Wie ist das auf der Ebene der EU? Welches Spiel wird da überhaupt gespielt? Sehen wir überhaupt, welches Spiel da gespielt wird? Wissen wir, ob es verpfiffen ist oder nicht? Wer ist der Schiri? Und selbst wenn wir es wüssten, dass was verpfiffen wird, wer setzt sich denn ins Auto
fährt nach Brüssel, um da einen der 751 EU-Abgeordneten zur Rede zu stellen. In welcher Sprache? Und wie kommt man, wenn Sie da schon mal waren, wie kommt man überhaupt rein in das EU-Parlament? Braucht man einen Ausweis, Besucherausweis? Und in der Masse geht die, das Massenphänomen in der Masse, geht die Verantwortung unter. Niemand war es. Niemand ist es gewesen. Und klar, da kann natürlich die Korruption dann wachsen. Ja, mit der Entfernung sinkt die Kontrolle, wächst die Korruption. Hm? Herr Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht. Das fasst das zusammen. Etwas sehr Ähnliches gilt für die gefräßige Bürokratie. Ne? Bürokratie möchte sich immer ausdehnen. Der Bürokrat möchte immer mehr Budget haben. Nehmen wir eine kleine Einheit. Nehmen wir ein Dorf, da gibt es ein Tourismusbüro und der Chef des Tourismusbüros sagt, ja, den Nutzen, der Nutzen, den unser Büro der Gemeinschaft, der Dorfgemeinschaft stiftet, ist viel größer als die Kosten. Ich beantrage eine Budgetverdoppelung. Okay, da können die Bürger, sie sind nah dran, die können sich anschauen, wofür gibt er das Geld eigentlich aus? Was ist der Nutzen? Kommen da wirklich mehr Touristen rein für das, was er macht? Im Zweifelsfall werden sie ihm Vogel zeigen, wenn er eine Budgetverdoppelung haben möchte. Wie ist das auf EU-Ebene? Was ist, wenn das European Institute for Gender Studies sagt, der Nutzen, den wir den EU-Bürgern stiften, ist viel größer als die Kosten, das Budget, was wir haben? Ja, wie soll man das irgendwie abschätzen können? Wie soll ich das abschätzen können? Ich kannte das. Wer kennt das überhaupt? Ich kannte dieses Institut ja gar nicht. Das heißt, da wird es viel weniger Widerstand geben gegenüber so einem Wachstum. Durch diese Ferne in diesen Riesenstaaten kann die Bürokratie viel leichter wachsen. Ein anderes Beispiel noch ist mit Lobbyismus und Subventionen. Auch da gilt, je kleiner, desto besser kontrollierbar. Nehmen wir an, in einem Dorf, da gibt es einen Weinbauer und der sagt, ja, oder gibt es einen Bauern, der sagt, ja, ich würde gerne eigentlich mal hier auch Wein anbauen, dann kämen auch bestimmt mehr Touristen, dann gäbe es mehr Umsatz in der Gastronomie. Warum gibt ihr mir nicht eine Subvention von 1 Million Euro, dann kann ich den Weinberg da bauen und das ist für alle gut. Okay, nehmen wir an, das Dorf hat 10.000 Einwohner, das bedeutet, bei einer Subvention von 1 Million Euro ist das pro Kopf dann 100 Euro. Und da kann dann sich die vierköpfige Familie ausrechnen, das kostet uns 400 Euro. Sind wir dafür oder dagegen? Wahrscheinlich wird es da Widerstand geben. Jetzt das Ganze auf EU-Ebene. Wenn da die Weinbauern sagen, wir wollen 1 Milliarde Subventionen für den Weinbau haben, bei 500 Millionen EU-Bürgern sind das 2 Euro pro Kopf. Das ist nicht spürbar. Das merkt keiner. Da wird keiner, wahrscheinlich keiner, protestieren. Erst in der Summe ist es dann viel, wenn die Milchbauern das auch wollen, nicht nur die Weinbauern, die Erasmus-Studenten und so weiter. Dann wird es viel. Aber es ist viel leichter, dass sich eine kleine Gruppe von interessensgeleiteten Personen, wie die Weinbauern, sich zusammenschließen und dann die große Masse über das politische System, über Subventionen ausbeuten. Das geht natürlich in Großstaaten, in großen politischen Einheiten viel besser als in kleinen politischen Einheiten. Das heißt, Großstaaterei bedeutet Korruption, Bürokratie, Subventionen. Noch ein Argument, Information. Wie sieht das aus mit den Informationen? Die Politik behauptet immer oder gibt vor, oder ihr Ziel ist es, die Gesellschaft besser zu machen, irgendetwas zu verbessern, die Gesellschaft voranzubringen. Dafür treten sie an. Sie sagen, ja, also was im Markt passiert ohne uns, das ist nicht so gut. Wenn wir kommen und Zwang anwenden, dann wird es besser. Dafür müssen Sie aber natürlich wissen,
Was wollen die Menschen überhaupt? Was sind die Präferenzen? Was sind die Ziele? Was sind die Mittel, die die Menschen haben? Frau Merkel müsste also wissen, was sind die Ziele, Wünsche und Mittel, die Herr Philipp Bagos hat, um die dann berücksichtigen in ihren Entscheidungen. Das kann sie natürlich nicht. Sie kennt mich noch nicht mal. Sie weiß noch nicht mal, dass ich existiere. Das heißt, ein unüberwindbares Informationsproblem besteht hier. Aber dieses Informationsproblem ist nicht unabhängig von der Größe der Einheit. Je größer die Einheit, desto unmöglicher ist das die Informationsbeschaffung. Der Fürst von Liechtenstein kennt prozentual mehr Leute persönlich seiner Bevölkerung als Angela Merkel oder die Bundesregierung. Da bei der kommt im Kanzleramt, da kommt nur alte Informationen an, antike Informationen, gefilterte. Die ist sehr weit weg. Je mehr Menschen in diesem Staat dann leben, desto schwieriger wird es dann auch, alle unterschiedlichen heterogenen Präferenzen unter einen Hut zu bekommen. Stellen Sie sich mal vor, in einem EU-Staat, wie will man da die Präferenzen der Deutschen mit den Griechen und den Italienern unter einen Hut bringen? Dann kommt es zu Konflikten. In Großstaaten kommt es dann so eben zu Konflikten. Das Argument ist auch wichtig, weil es ist auch etwas, was ich manchmal höre, ist Globalisierung. In der Globalisierung brauchen wir auch größere Staaten. In einer Zeit, wo alles viel vernetzter ist, viel dynamischer, viel schneller, brauchen wir Großstaaten. Nein, ganz umgekehrt. Es ist genau umgekehrt. Genau das Gegenteil. Die Welt ist wirklich viel komplexer geworden, viel schneller. Die Präferenzen, Wünsche ändern sich viel schneller. Aber das bedeutet, wir brauchen schnellere, kleinere Einheiten, die näher am Bürger sind. Wir brauchen kleine Einheiten. Die Globalisierung ist das beste Argument für kleine Einheiten, die schnell und wendig sind. Die nicht weit weg sind von den Bürgern. Wenn alles viel komplexer ist, das Informationsproblem viel größer ist, dann muss man nah dran sein und nicht weit weg. Da muss man ein wendiges Motorboot sein und nicht ein Supertanker. Stellen Sie sich einen Supertanker vor, einen Riesenstaat. Bis Sie da mal eine 180-Grad-Wendung machen, das dauert. Das heißt, wenn wir uns vorstellen, die Globalisierung bedeutet, dass es alles schneller ist, dass die Strömung ist viel schneller, dann wird der viel weiter abgetrieben. Gut. Was kann eine Vision für Europa sein? Wofür können sich die Europäer noch begeistern? Wofür kann man sich begeistern? Die EU-Eliten sind, ja, bejammern immer, dass es eine Desillusionierung gibt mit dem Projekt Europa. Aber ist ja klar, für das Brüsseler Bürokratiemonster, dafür kann sich niemand begeistern. Wofür kann man sich begeistern? Ja, man kann sich für eine Welt begeistern mit 1000 Liechtensteins, die friedlich miteinander konkurrieren, die innovativ sind, die Europa wieder an die Spitze bringen, Europa und Deutschland an die Spitze bringen, kulturell, wirtschaftlich, wissenschaftlich. Europa sollte sich auf das besinnen, was es groß gemacht hat. Und Europa hat groß gemacht, dass es klein war. Ich möchte Kleinstaaten, weil sie wohlhabender sind. Ich möchte Kleinstaaten, weil sie friedlicher sind. Ich möchte Kleinstaaten, weil sie freier sind. Helfen Sie mir dabei. Die Chance ist da. Der Moment ist günstig. Packen wir es gemeinsam an. Vielen Dank.